Mambo 3D, dein Printing- und Tech-Channel. Hallo zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eure 3D-gedruckten Modelle professionell veredeln könnt. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir einen Daumen oben und über ein Abo von euch würde ich mich riesig freuen. Auf geht's! Während dem Auskurieren meiner letzten harten Männergrippe habe ich zum Zeitvertreib mein Lego Space Shuttle Modell gebaut und während ich die einzelnen Klemmbausteine so zusammengesteckt habe, ist mir aufgefallen, wie schön detailliert und fein doch die Beschriftung der einzelnen Elemente sind, sei es hier die amerikanische Flagge, aber auch die winzig kleinen Bordcomputer, die mit einem hohen Detailgrad bedruckt wurden. Und da dachte ich mir, wäre es nicht super, wenn wir solche Decals bzw. Aufkleber in einer richtig hohen Qualität für unsere selbstgedruckten Modelle verwenden können. Und entsprechend habe ich nach einer Lösung gesucht und wirklich was richtig Tolles gefunden. Und das möchte ich euch im Folgenden vorstellen. Der erste Versuch wird auf einer Wandhalterung stattfinden, die ihr hier gerade seht. Und zwar möchte ich mit ABS und mit meinem Kidi X-Max für das große Space Shuttle eine passende und stabile Wandhalterung ausdrucken. Und diese Wall Mount soll das erste Objekt sein, was ich dann auch mit einem kleinen Aufkleber veredeln möchte. Doch zunächst einmal muss der Kidi X-Max den Druckjob erledigen. Diesen Drucker habe ich euch ja vor einigen Monaten in einem gesonderten Video vorgestellt und ich bin immer noch hellauf begeistert von der Druckverlässlichkeit, vor allem bei Hochtemperaturfilamenten, in dem Fall ABS, konnte ich mich bis jetzt auf die Ergebnisse immer zu 100% verlassen. Ich habe mir vorgenommen, die Vorderseite dieser Halterung mit dem offiziellen NASA-Logo zu veredeln. Und als ich so mit den ersten Vorbereitungen beschäftigt war, wie breit und wie hoch darf das Logo überhaupt sein, habe ich immer mehr darüber nachgedacht, wie viele Möglichkeiten man doch vor allem im 3D-Druck hat, hier wirklich großartige Designs zu gestalten. Und da ich es wirklich komfortabel, einfach, aber hochpräzise haben wollte, habe ich mich für die neueste Plotter-Serie von Brother entschieden, dem STX 1200. Wow, was für ein Gerät! Normalerweise laufen jegliche Infos und Videos zu diesen Geräten unter meinem Radar, da mein Haupthobby sich weniger mit Textilverarbeitung beschäftigt. Dennoch, wer auf modernsten Wege plottern möchte, kommt um dieses Gerät nicht herum. Brother ist seit vielen Jahren einer der führenden Hersteller, wenn es um Plotter-Systeme geht. Und mit der DX-Variante, dem neuesten Flaggschiff, hat Brother den Benutzerkomfort, vor allem für mich, einen blutigen Anfänger, nochmal drastisch gesteigert. Und in die Details steigen wir jetzt einmal kurz ein. Bei unseren 3D-Druckern sorgen gute Stepper-Treiber für einen leisen Betrieb. Hier sind es die neuen Servomotoren, die in der DX-Serie verbaut werden und dadurch kann der Plotter schneller, präziser, aber vor allem wesentlich leiser als seine Vorgänger oder Wettbewerber arbeiten. Dieser Plotter ist in der Lage, eine Vielzahl von Materialien zu verarbeiten. Für uns am wichtigsten natürlich Vinylfolien. Wir können aber auch Moosgummi, Leder, Kunststoff oder sogar Metallprägung mit diesem Gerät durchführen. Ein großer Vorteil, vor allem für Anfänger, ist das vollkommen automatische Schneidemesser mit dem integrierten Klingensensor. Ihr müsst also keine Folientiefen mehr einstellen, ihr müsst euch also keine Gedanken darüber machen, wie tief ihr schneiden könnt. Das erkennt das Messer mit dem jeweils eingelegten Material automatisch und das auch bei Drittanbietermaterialien. Der eingebaute Scanner sorgt für einen riesen Schub an Bearbeitungsmöglichkeiten. Auf diese werde ich im Laufe des Videos näher eingehen. Der Plotter kann komplett ohne PC genutzt und gesteuert werden, aber auch mit PC ist die Verarbeitung der Daten mit der beigefügten Software super einfach, intuitiv
und wir können unsere Schneidedateien bequem über Wi-Fi kabellos zum Plotter senden. Mit Canvas Workspace liefert Brother die passende Software zu dem Gerät gleich dazu. Sie ist hochfunktional, aber auch für den Laien bietet sie einen guten Einstieg mit professionellen Resultaten. Für meine Wandhalterung habe ich hier lediglich eine Bilddatei des NASA-Logos hochgeladen. Er erkennt automatisch die Schnittmuster und ich kann das Logo hier noch einmal auf der virtuellen Schnittfläche arrangieren, vergrößern, skalieren, je nachdem wie ich es gerne haben möchte und es anschließend via Wi-Fi direkt an den Plotter senden. Und für den Anfang habe ich mir bei Amazon erstmal ein Starterpaket selbstklebender Vinylfolie in unterschiedlichsten Farben bestellt. Und hier, glaube ich, habe ich für unser NASA-Logo auch schon den richtigen Farbton getroffen. So ein bisschen silbergrau. Und das probieren wir jetzt mal aus. Da ich ein sparsamer Fuchs bin, haue ich jetzt nicht die gesamte Klebefolie in den Plotter. Ich schneide mir lediglich eine kleine Ecke ab. Gerade genug und ausreichend für das Logo, was ich nachher auch plotten möchte. Und in dem Zusammenhang können wir uns dann gleich einmal die Funktion des Scanners anschauen. Das ist die sogenannte Schneidematte. Diese ist mit einer leicht klebenden Oberfläche beschichtet, sodass wir hier unsere Materialien, wie in unserem Fall die Vinylfolie, gut draufsetzen können. Ich positioniere die jetzt einmal entspannt oben auf der linken Ecke und lasse die Matte dann in den Plotter einziehen. Jetzt rufen wir unsere Schnittdatei Wireless ab, die wir zuvor auf dem PC erstellt haben. Und siehe da, unser NASA-Logo taucht auf dem Bildschirm auf. Und damit der Schnitt jetzt exakt auf unserer aufgeklebten Vinylfolie stattfindet, scanne ich die Matte einmal ein, damit wir ein entsprechendes Hintergrundbild für die Orientierung bekommen. Und ihr seht jetzt schon, dass unsere graue Folie nicht exakt mit unserem NASA-Schnitt übereinstimmt. Und jetzt eine Riesenstärke dieses Plotters. Wir können per Touch unsere Schnittdatei jetzt auf diese graue Folie draufschieben. Und dadurch haben wir die perfekte Schnittpositionierung. Wir sagen dem Plotter jetzt noch, dass er schneiden soll. Wir können uns aber vor Schnittbeginn hier in den Einstellungen nochmal versichern, ob auch alle Einstellungen korrekt sind. Wichtig, wir müssen den Halbschnitt aktivieren. Wir möchten ja eine Klebefolie cutten und die besteht aus zwei Bereichen, nämlich die Trägerfolie und die eigentliche Vinylklebefolie. Und immer wenn wir mit zwei Materialien auf einer Folie arbeiten, arbeiten wir hier mit dem sogenannten Halbschnitt. Wie funktioniert das Ganze? Das habe ich euch einmal kurz mitgebracht. Wir haben hier unsere Schneidematte. Die Schneidematte bekleben wir mit unserer Vinylfolie und unser automatisches Cutmesser schneidet die obere Folie aus und dadurch entsteht am Ende ein entsprechendes Motiv. Vom Aufbau sieht das wie folgt aus. Die Schneidefolie befindet sich immer oben und die Trägerfolie unten, wie bei einem typischen Aufkleber. Und wir möchten natürlich nur die Schneidefolie cutten. Die Trägerfolie soll unberührt bleiben. Früher musste man hier noch die Messerstärke einstellen, je nachdem wie dick oder wie tief die einzelnen Folienarten waren. Dadurch, dass wir hier mit einem Automatikmesser arbeiten, können wir uns diesen Arbeitsschritt ersparen. Wir müssen lediglich den Halbschnitt aktivieren und können sofort loslegen. Das ist echt cool. Vor diesem Modell habe ich mich mit der älteren Variante herumgeschlagen. Die hat auch gut funktioniert, war aber wesentlich lauter. Und hier haben wir durch die neuen Servos auch keine hohe Geräuschbelästigung. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie das Resultat geworden ist. Ich versuche das mal hier so ein bisschen ins Licht zu halten. Das ist echt gut geworden. Wir haben klare, runde Linien. Und wir könnten auch viel mehr Details in diesen Schnitt hineinbringen.
Aber jetzt widmen wir uns erstmal unserem NASA-Logo. Ich ziehe jetzt einmal die übrige Folie von der Trägerfolie ab. Ihr seht, hier ist eine ganze Menge Folienverschleiß. Deswegen habe ich auch nur so einen kleinen Teil ausgeschnitten. Und übrig bleibt, ja, mein erster Sticker. Und ich finde, der sieht doch richtig gut aus. Jetzt muss ich diesen noch heil von der Trägerfolie lösen und auf meine Wandhalterung bringen. Das ist ein bisschen fummelig. Da gucken wir uns nachher aber auch noch an, wie das einfacher funktioniert. Für den ersten Wurf, finde ich, ist das schon ganz gut geworden. Und voilà. Das Space Shuttle hat ein Original NASA Heimathafen bekommen. Super. Dann lass uns doch gleich mal die Schwierigkeitsstufe etwas erhöhen. Ich habe hier eine koloniale Viper, also von Battlestar Galactica. Die habe ich mit meinem Photon Mono X als Resindruck erstellt. Und im Internet habe ich eine 15 Jahre alte Modellaufklebersammlung für eine Viper gefunden. Und die soll uns jetzt als einfache Vorlage für neue Decals dienen. Jetzt brauchen wir erstmal die richtige Farbe. Ich habe ja hier noch mein Gesamtpaket an Vinylfolien und eine Viper ist aus meiner Sicht, also ich hatte sie mal so ein bisschen orange in Erinnerung, aber ich glaube, das passt nicht, vor allem wenn ich mir nochmal die Originalaufkleber anschaue. Ich denke mal, hier werde ich eher zu einem kräftigen Rot schwenken und ich glaube, das ist auch die richtige Wahl, um unsere Viper korrekt in Szene zu setzen. Wir importieren jetzt unsere 15 Jahre alte Vorlage und das System erkennt hier automatisch die Schnittmuster. Das ist ultra cool. Die Schnittmustererkennung könnt ihr auch noch individuell einstellen, zum Beispiel nur Außenkonturen oder auch Innenkonturen. Bei mir hat es perfekt funktioniert und auf der rechten Seite erkennt man schon die zahlreichen Schnittformen, die das System hier erkannt hat. Wir blenden einmal die Hintergrundgrafik aus und bekommen hier einen besseren Blick darauf. Die aus meiner Sicht nicht benötigten Formen lösche ich, also die nicht roten. Das geht durch einfache Selektion und dann durch Drücken der Entferntaste. Und zwischendurch blende ich mir immer nochmal die Originalgrafik zur Orientierung ein, um zu schauen, damit ich keine roten Formen hier aus Versehen lösche. Zu guter Letzt lassen wir noch einige Formen rotieren, damit wir nicht zu viel Verschnitt erzeugen. Und dann exportieren wir unsere Schnittvorlage wieder kabellos an den Plotter. Der Warnhinweis sagt lediglich aus, dass unsere originale Bilddatei nicht an den Plotter gesendet wird, die Schnittform jedoch schon. Und sobald wir die Daten am Plotter abrufen, erkennen wir auch, dass unsere virtuelle Schneideplattform 1:1 übernommen wurde und wir können den Schnitt starten. Dieser allererste Schneidevorgang, den ihr gerade seht, ist übrigens die Kalibrierung des Automatikmessers. Anhand des ersten Schnitts erkennt er, wie tief er bei dieser Folie schneiden darf. Der gesamte Cut-Vorgang dauert ungefähr 3 Minuten. Und hier im rechten Licht kann man auch schon erkennen, dass er unsere Decals sauber auf die Folie übertragen hat. Und wir beginnen jetzt, unsere Decals auf das Modell zu übertragen. Hierfür nutze ich ein kleines Entgraterwerkzeug, das entstresst beim Abtrennen dieser einzelnen Sticker wirklich enorm. Kann ich nur jedem empfehlen. Und wir verpassen unserer Viper im ersten Schritt jetzt einmal die passende Nase. Was ich immer wieder hervorragend finde, es hakt hier nichts, es gibt keine nicht geschnittenen Bereiche, sondern es lässt sich alles wirklich sauber lösen, auch bei kleinsten Details. Und im Resultat könnte man meinen, wie dafür gemacht. Ich glaube, solche Ergänzungen werten ein 3D-Modell unheimlich auf. Aber jetzt möchte ich euch einmal mit Vollfarb-Decals zeigen, was wirklich möglich ist,
wenn man echte Profis daran lässt. Und dafür habe ich euch jetzt einmal ein Projekt mitgebracht. Ich freue mich riesig, dass ich das aktuelle Projekt von Guido Keder hier einmal zeigen darf. Er hat mir erlaubt, seine wunderschönen Fotos hier zu präsentieren. Neben Vacuum Forming hat er wirklich alle Register gezogen, um das berühmte rote Motorrad aus Akira detailgetreu in die Realität zu bringen. Er hat das Ganze mit dem Anycubic Photon Mono X realisiert und anschließend mit sehr viel Liebe zum Detail Stück für Stück zusammengebaut. Und auch in diesem Projekt wurden Decals verwendet, in diesem Fall Vollfarb-Decals, die er sich von einem guten Freund hat erstellen lassen. Und diese geben einem Modell, wie ich finde, den allerletzten Schliff. Und solche Vollfarb-Decals können wir natürlich auch mit unserem Plotter erstellen. Hierzu habe ich uns einmal eine entsprechende Vinylfolie organisiert, die speziell für Tintenstrahldrucker geeignet ist. Das bedeutet, mit unserem Drucker können wir jedes x-beliebige Motiv auf die Folie bringen. Als Beispiel habe ich uns hier einmal das Jurassic Park Logo mitgebracht. Dieses wird mit einem ganz normalen Tintenstrahldrucker auf diese spezielle Vinylfolie gedruckt. Das Schöne an dieser Folie ist, dass es High Glossy ist, also Hochglanz, und dadurch natürlich sehr professionell aussieht. Das Motiv befindet sich auf einer vollen DIN A4 Seite und jetzt kommt wieder unser Scanner zum Einsatz. Wir sagen, wir möchten einen Direktschnitt haben und diesmal aus dem Gerät heraus. Wir haben also keine Schnittdaten erzeugt. Diese holen wir uns jetzt vom Scanner. Über den Touchscreen des Plotters grenzen wir jetzt noch einmal unseren Arbeitsbereich ein. Wir benötigen ja nicht die volle Schneidematte. Jetzt hat er das Motiv erkannt und wir können jetzt noch einmal den Offset einstellen, also den Randbereich, den er um dieses Motiv herauscutten soll. Und ihr seht hier schon die Schneideform aus dem Scan heraus. Macht einen passablen Eindruck und wir starten jetzt den Plot und er schneidet jetzt um unser Logo herum und wir kriegen einen sehr, sehr sauberen Cut. Und ganz ehrlich Leute, das sieht doch aus wie beim Profi bestellt. Wenn ich mir jetzt mein nächstes Jurassic Park Auto zusammendrucke, dann habe ich auch die richtigen Aufkleber, um das Ganze akkurat aussehen zu lassen. Top! Gleiches gilt natürlich für andere Modelle. Ihr könnt hier mit den Vollfarb-Decals großartige Modellverzierungen generieren. Zu guter Letzt kommt die Königsdisziplin. Ich möchte meine Hindenburg mit einem originalgetreuen Schriftzug versehen. Hierfür habe ich mir im Internet den Hindenburg-Logo, wie auch immer man das nennt, organisiert. Und ihr seht hier schon, dass nur die Außenkonturen als Schnittlinie erfasst wurden. Wir müssen also hier einmal umstellen, dass auch die Innenkonturen erfasst werden. Und dadurch erhalten wir viele freistehende Buchstaben, die wir anschließend auf unser Zeppelin bringen können. Damit diese Buchstaben aber nicht frei in der Luft stehen und einzeln mühsam aufgeklebt werden müssen, gibt es eine sogenannte Transferfolie, die ich hier einmal organisiert habe. Und mit Hilfe dieser Transferfolie können wir die einzelnen Buchstaben in ihrer originalen Anordnung 1:1 auf ein anderes Objekt übertragen. Geplottet ist das Ganze. Wir ziehen jetzt einmal die erste Folie ab. Wir müssen uns jetzt noch mit dem Entgrater der kleinen Innenräume entledigen. So, beim G und beim B und dann sieht das Ganze doch auch wirklich fein aus. Und jetzt tragen wir die Transferfolie
auf die einzelnen Buchstaben auf, um sie dann anschließend in der Anordnung und vor allem auch in dem Abstand, den die Buchstaben jetzt zueinander haben, 1:1 auf das neue Objekt zu übertragen. An dieser Stelle ist es entscheidend, die Transferfolie mit Rubbeln oder mit einer Kreditkarte sehr, sehr eng an die Vinylfolie heranzubekommen. Und zwar von beiden Seiten. Spart da nicht an Zeit. Das muss eng aneinander liegen am Ende des Tages, damit ihr einen sauberen Transfer hinbekommt. Und vielleicht solltet ihr nicht so ein kaputtes Plastikteil dafür benutzen, wie das, was ich jetzt hier in Händen habe. Da gibt es auch Profi-Werkzeug für. Ja, das kommt gut. Es löst sich. Ah, das N kommt nicht mit. Als ob ich es gewusst hätte. Ich hätte mehr rubbeln sollen oder professioneller rubbeln sollen. Aber an der Stelle egal, mir geht es ums Prinzip. So könnt ihr sauber auch Texte und Einzelkomponenten schön auf andere Objekte übertragen. Ich glaube, das ist etwas, was man öfter gebrauchen kann. Und das funktioniert auch richtig gut, wenn man es anständig macht. Ich freue mich, dass ihr so lange heute bei diesem Video zugeschaut habt. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch bitte. Bleibt mit der Glocke immer auf dem Laufenden, wenn es neue Videos gibt. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und happy printing! Mambo 3D, dein Printing- und Tech-Channel.